Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute testen wir die erste von drei neuen Aquamenta Sorten für euch. Als erstes geht es da um den Aqua 18. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. Und damit willkommen zurück zum Review vom Aqua 18. Leute, wie gewohnt blenden wir euch als erstes mal den Kopfbau ein. Und da seht ihr schon, Schnitt und Feuchtigkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr feucht, der Tabak. Schnitt ist so mittel bis fein, das kommt immer drauf an. Preislich liegt das Ganze bei 17,90 Euro, also sind wir da wieder bei den 18 Euro, die wir ja schon so oft angeprangert haben. Aber man muss eigentlich sagen, mittlerweile ist das fast der normale Preis. Ja, fehlt noch, was alles drin sein soll. Wir haben das eben nochmal nachgeguckt, aber wie wir es uns schon gedacht haben, ist das ähnlich wie beim African Queen. Da steht einfach nur Fruchtmix. Ich schätze mal, bei dem Namen 18 handelt es sich um einen Mix aus 18 verschiedenen Früchten. Ich würde sagen, ihr guckt euch bei mir mal die Rauchwolken an. Der Warren riecht dran und wir gucken mal, ob wir irgendwas rausriechen. Also rausriechen tue ich da wirklich eigentlich wirklich nur Früchte. Also ich kann gar nicht deklarieren, welche Früchte jetzt genau da drin sein sollen. Also es riecht einfach nur so eine wilde Mischung aus vielen Früchten. Nee, also es ist wirklich nicht möglich. Ich könnte nicht mal eine Frucht benennen, die da wirklich drin sein soll, weil es einfach so durchwachsen ist von verschiedenen Aromen. Also von mir auf jeden Fall. Es riecht auf jeden Fall gut. Ihr habt auf jeden Fall eine schöne frische Note und auch Mentholnote am Start. Aber ja, was genau geht, keine nicht. Ahnung. Also ich rieche auch nochmal dran, mal gucken, ob ich was genaueres rausriechen kann. Aber wie du schon gesagt hast, das riecht einfach fruchtig, frisch. Also man riecht auf jeden Fall, dass wieder diese typische Aquaminze mit dran sein soll. Aber ja, was da jetzt genau für Früchte drin sind, hätte ich jetzt auch keine Ahnung. Ich habe im ersten Moment immer so das Gefühl, ein bisschen Himbeere und Erdbeere und sowas rauszuriechen, aber... Also was Genaues rieche ich auf jeden Fall auch nicht raus, aber es riecht auf jeden Fall fruchtig und sehr, sehr lecker. Macht auf jeden Fall vom Geruch her schon mal mega Vorfreude aufs Rauchen, finde ich. Es riecht nach einem super guten Sommertabak, also einfach ein sehr, sehr frischer, fruchtiger Mix aus, ja, 18 Früchten wohl anscheinend. Aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer diese 18 Früchte da raus riecht, keine Ahnung, dann gebe ich eine Dose davon aus. Also ich bin mir sicher, keiner von euch wird da wirklich die 18 Früchte rausriechen, die da wirklich drin sein sollen. Rauch seht ihr ja schon, brutal, lässt sich auch super angenehm rauchen. Vielleicht gerade noch ein paar Worte zu unserem Setup, denn wir rauchen gerade zum ersten Mal eine relativ neue Pfeife, die wir auf der Shisha-Messe mitgenommen haben. Es handelt sich um die kleine Outdoor-Shishaya, Carbon Hazard auch genannt. Ist auf jeden Fall ganz cool. Für Studio jetzt halt ganz praktisch, weil wir die super angenehm da hinten auf die Couch bekommen. Aber eigentlich ist die Pfeife natürlich eher für Outdoor-Sessions gedacht. Obendrauf den Solaris mit einer Smokebox mit 2,5 Kohlen, beziehungsweise 2 Kohlen drinne und eine noch oben auf Kantenbasis drauf. Läuft auf jeden Fall hervorragend, lässt sich super angenehm rauchen. Kann man sich nicht beschweren. Zum Rauchverhalten muss ich direkt aber sagen, es ist definitiv kein leichter Minztabak. Also die Minze und Mentholnote sind auf jeden Fall sehr am Start. Also da muss man, also für gerade für Leute, die sagen, ja, ich feiere jetzt Menthol oder Minze gar nicht, wäre das wahrscheinlich ein Tabak, den ich eher nicht empfehlen würde. Für Leute, die aber jetzt sagen, ich brauche diese brutale Menthol- und Minznote, wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich finde, der hat auf jeden Fall eine sehr gute Frische. Also jetzt, selbst wenn ich nicht rauche, merke ich weiterhin im Rachenbereich weiterhin diese Kühle. Gefällt mir ziemlich gut, aber jetzt direkt zum Geschmack. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein soll. Also es ist wirklich so, es schmeckt fruchtig frisch, aber was genau, keine Ahnung. Ich könnte keine Frucht wirklich benennen. Muss aber auch sagen, er hat für mich teilweise irgendwas so leicht von einem Zahnarzt. Also durch diese frische Note kommt mir das so ein bisschen nach Zähneputzen vor. Ja, ich glaube, ich kann so halbwegs nachvollziehen, was du meinst. Beziehungsweise, als du eben gesagt hast, Zahnarzt, dachte ich mir so, what the hell? Aber ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, was du meinst, weil er hat so eine ganz besondere frische Note auf jeden Fall. Und es fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als hätte man gerade irgendwie Mundspülung benutzt. Ja, so eine
18-Frucht-Mundspülung oder sowas. Soll aber auf jeden Fall nicht negativ gemeint sein. Ich finde ihn verdammt lecker. Ich könnte jetzt auch beim Geschmack nicht mehr erkennen, was da jetzt für 18 Früchte drin sein sollen. Es schmeckt einfach sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr frisch, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall. Also Leute, die keine Minze mögen, der Tabak ist definitiv nichts für euch. Auf der anderen Seite, Leute, die Minze feiern, so wie ich zum Beispiel, ist das genau richtig. Also bei dem Tabak müsste ich nicht mal noch Cold Death oder Supernova oder sowas dazu mischen. Das geht einfach so schon mega gut weg. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Auch wenn ich nicht rausschmecken kann, was drin ist, kriegt er definitiv 9 Sterne von mir. Ich würde mir wünschen, dass man vielleicht die eine oder andere Note mehr in den Vordergrund stellt, sodass man schon sagen kann, so okay, hey, im Vordergrund ist jetzt irgendwie eine Himbeere und eine schwarze Brombeere oder sowas. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr lecker. Wie viele Sterne würdest du dem Ganzen denn geben? Ja, ich schließe mich einfach den 9 Sternen an, weil ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr solider Tabak. Er schmeckt ziemlich gut. Die frische Note ist auf jeden Fall am Start. Ich mag sie, wir mögen sie. Von daher auf jeden Fall 9 Sterne wert. Ja, wie gesagt, was ich schon eben gesagt hatte, für Leute, die einfach jetzt gerade nicht so Menthol Minze feiern, für euch wird der einfach nichts sein, weil der einfach doch sehr, sehr frisch ist. Aber für die Leute, die es eben feiern, ist es ein perfekter Tabak. Ja, so wie für uns. Deswegen 9 Sterne, wie gesagt, was ich mir noch wünschen würde, so ein, zwei Noten noch in den Vordergrund stellen, damit man doch eine Note wenigstens rausschmecken kann oder zwei. Aber ansonsten wirklich ein brutal guter Tabak. Deswegen auch 9 Sterne von uns. Das soll es dann für das Review auch wieder gewesen sein. Auf jeden Fall ein sehr guter Sommertabak. Probierempfehlung geht da auf jeden Fall raus. Das soll es dann, wie gesagt, mit dem Review gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.